Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einer neuen Buchvorstellung. Ich habe in den letzten Tagen dieses wunderschöne Buch gelesen, Als ob du mich liebst von Michelle Schrenk. Das ist nicht mein erstes Buch von ihr. Ich habe hier auf dem Kanal schon mal eins von ihr vorgestellt. Das verlinke ich euch nochmal da oben. Das hatte mir schon sehr, sehr gut gefallen. Da waren auch so viele Momente dabei. Und dieses Buch hat aber alles getoppt. Da waren so viele Momente und dieses Herzflattern und dieses wohlige Gefühl, was man spürt, diese Erinnerungen an das Verliebtsein, was man dann halt so aufruft, wenn man dieses Buch liest. Ich möchte erst so ein paar Sachen zum Buch erzählen, denn das Buch basiert auf einer wahren Geschichte. Das finde ich halt schon total spannend. Auch die Frau, deren Geschichte das ist, von der gibt es dann nochmal ein Nachwort. Das ist auch super, super schön. Zum Cover. Diese beiden Personen hier haben auch... Die sind nicht ganz zufällig auf diesem Cover. Und zwar möchte ich euch das kurz erzählen. Und zwar, das Mädchen da vorne drauf ist Lucia. Und sie hat einen... Instagram-Account zu Büchern und auch einen YouTube-Kanal und spiegelt quasi die Protagonistin dieses Buches wieder, denn Jess hat auch einen Buchblog und liebt Bücher und der junge Mann hier vorne vertritt quasi Cale, die männliche Hauptrolle in diesem Buch, und er hat auch zweifarbige Augen, so wie Cale in der Geschichte das hat. Und er hat auch einen Instagram-Account, dem ich jetzt übrigens folge, mit seiner Oma zusammen. Was ich super, super schön finde. Und halt mit diesen verschiedenfarbigen Augen passte halt das zu dem männlichen Charakter Cale in dieser Geschichte. Und die Geschichte ist kurz gesagt folgende, dass Jess Cale kennenlernt und ihn auserkoren hat, der Junge zu sein, der mit ihr eine gewisse Liste abarbeitet. Eine Liste mit Momenten, mit Dingen, die sie erleben möchte. Er soll so tun, 3 Monate lang, als ob er sie liebt und gewisse Dinge von dieser Liste mit ihr erleben. Warum das so ist, klärt sich erst viel, 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 viel später. Und eine der Voraussetzungen ist, dass sie ihm sagt, du darfst dich aber nicht in mich verlieben. Das ist ihr ganz, ganz wichtig und natürlich entsteht da riesiges Chaos draus, vor allen Dingen, weil sie halt nicht ehrlich zu ihm ist und ihm nicht von Anfang an sagt, was Sache ist. Und es ist so und so ein schönes Buch. Es hat 400 Seiten und ich dachte erst, boah, okay, eine reichliche Woche wirst du schon dafür brauchen. Ich habe es tatsächlich in 3 Tagen ausgelesen, weil ich dann einfach abends gelesen habe und dann guckst du auf die Uhr und denkst so, oh, 2 Stunden vergangen und du hast halt unglaublich viele Seiten geschafft, weil sie es einfach so schön gelesen hat und man auch weiterlesen wollte, weil wenn man beim Lesen so ein wunderschönes Gefühl hat, dann will man ja auch dieses Gefühl irgendwie nicht loslassen und weiterlesen. Und mit dem Buch kam übrigens auch so ein ganz toller Notizblock. Sowas liebe ich ja total, wenn man sowas dazu bekommt. Und ein Brief der Autorin, den ich euch sehr, sehr gerne mit vorlesen möchte, weil ich den auch super schön fand. Meine Liebe, ich wünsche dir mit meinem neuen Buch ganz viel Freude. Leider fehlt beim Hardcover die Goldprägung, da hier beim Druck etwas schiefgegangen ist. Also wenn ihr das dann kauft, ist hier noch so eine Goldprägung. Ich finde, das schimmert so schon schön und sieht genial aus, aber da ist eigentlich so eine Goldprägung dabei. Ich wünsche mir, dass dir das Buch Herzklopfmomente beschert. Das hat es auf jeden Fall. Vielleicht machst du dir auch ein paar Gedanken um die Dinge, nach denen dein Herz sich sehnt. Dann kannst du auch gleich den beigefügten Planer nutzen und deine Gedanken darin aufschreiben. Was immer du dir wünschst, denk daran. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Es muss nicht immer das ganz Große sein. Hauptsache, es bringt dein Herz zum Schlagen und du fühlst dich gut und glücklich. Trau dich auch mal, etwas zu riskieren. Überwinde deine Ängste. Du kannst alles schaffen, glaube fest daran. Natürlich ist nicht immer alles nur positiv. Vielleicht fällst du auch mal auf die Nase und dein Herz tut dann einfach weh. Aber auch das gehört dazu. Im Leben ist es wie in einem guten Buch. Es gibt Höhen und Tiefen. All das gehört zum Buch deines Lebens. Also nimm es an und du wirst sehen, dein Leben wird zu deinem Lieblingsbuch werden.
Das fand ich so süß und so, so schön und so, so wahr. Deswegen wollte ich euch das unbedingt vorlesen. Was ich euch ebenfalls jetzt gerne mal vorlesen möchte, ist meine Lieblingsstelle im Buch, die ich mir übrigens, ich habe jetzt angefangen, ein Lesetagebuch tatsächlich nach so, so vielen Jahren zu führen. Und diese Lieblingsstelle habe ich mir auch in mein Lesetagebuch aufgeschrieben. Mein Papa hat früher immer gesagt, dass jeder Stern ein Herzmoment ist und dass wir in der Lage sind, unseren Himmel zum Leuchten zu bringen. Dass es nicht wichtig ist, wie kraftvoll das Herz ist. Wichtig ist nur, für was es schlägt. Das fand ich super schön. Und ich bin ja so ein Mensch, der in den letzten Monaten eine sehr, sehr starke Beziehung zu seinem Herzen wieder aufgebaut hat und sehr stark nach den Gefühlen lebt, die mir mein Herz vermittelt, beziehungsweise Entscheidungen mit dem Herzen tatsächlich trifft. Und deswegen hat mir das Buch und diese Zeilen, die da halt auch immer wieder sind, wirklich auch sehr, sehr viel bedeutet. Und es war wahnsinnig schön zu lesen. Und Jess schreibt ja hier eine Liste in diesem Buch mit Dingen, die sie noch erleben möchte in 3 Monaten mit einem jungen Mann, den sie unglaublich toll findet. Und ich habe mich tatsächlich auch mal an so eine Liste gewagt und möchte das gerne mit euch teilen, möchte euch gerne meine Liste vorlesen, was ich gerne nochmal in diesem Leben erleben möchte. Und zwar möchte ich gerne Schmetterlinge im Bauch haben. So ganz klassisch von früher, wie man das kennt. Das hatte ich halt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und ich möchte ein Feuerwerk beim Küssen. Also ich möchte nicht nur einen guten Kuss, ich möchte den Kuss, wo ein Feuerwerk abgeht, wenn man sich küsst. Und ich möchte Liebesbriefe und kleine Liebesbotschaften und süße WhatsApp-Nachrichten. Und ich möchte mich streiten und ich möchte mich wieder versöhnen. Und ich möchte einen Strandspaziergang. Und ich wünsche mir gemeinsame Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Ich möchte gemeinsam Weihnachten feiern. Das ist immer noch so dieses eine Fest für mich, wo es um Liebe geht, um Familie geht, um Geborgenheit auch geht. Und ich möchte füreinander da sein und ich möchte füreinander einstehen. Ich wünsche mir Akzeptanz, Respekt und Liebe und Geborgenheit. Und da habe ich so Sachen aufgeschrieben wie den Kopf kraulen. Ich liebe es, jemand anderem den Kopf zu kraulen, aber auch selbst den Kopf gekrault zu bekommen. Ich möchte Cabrio fahren, ich möchte ausreiten und ich möchte zusammen picknicken. Bei Jess auf der Liste standen halt zum Beispiel auch so Sachen wie im Regen tanzen. Das muss ich jetzt persönlich nicht haben, aber die Szene im Buch dazu war auch unglaublich süß tatsächlich. Und ich möchte euch auch noch Teile von dem Nachwort der Autorin vorlesen, weil ich das auch sehr, 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 sehr schön fand, was sie so geschrieben hat. Das Herz ist so kostbar und es ist zerbrechlicher, als wir glauben. Es wirkt immer so stark, schlägt im Takt, leidet mit uns. Aber wir vergessen, dass nichts auf der Welt selbstverständlich ist. Der Körper ist zu unserer Maschine geworden. Wir leben nur noch nach dem Motto höher, schneller, weiter, besser. Gefühle werden viel zu sehr hinten angestellt. Alles muss perfekt sein. Doch jeder Herzschlag in uns ist kostbar, jeder Moment wertvoll. Auch die leisen, stillen Augenblicke, die wir immer mehr übersehen und die uns dann erst wirklich bewusst werden, wenn wir innehalten und durchatmen. Aber es kann auch vorkommen, dass wir den richtigen Zeitpunkt dafür verpassen und dann sagt das Leben irgendwann einfach Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Erst dann merken wir, wie wertvoll die Stille ist, dass das vermeintlich Perfekte, nach dem wir streben, gar nicht so makellos ist, wie wir es uns ausmalen. Erst dann können wir uns wieder spüren und auch das empfinden, wonach wir uns wirklich sehnen. Also ich hatte ganz viele Momente auch in diesem Buch, wo ich so dachte, ja, genau, richtig und danke für die Erinnerung. Also es war wunderschön. Also die Liebesgeschichte ist wunderschön und auch diese mahnenden Momente für einen selbst fand ich wirklich, wirklich bezaubernd und möchte euch dieses Buch sehr ans Herz legen und empfehlen. Ich verlinke euch das wie immer unten in der Infobox und werde nochmal auch einen Instagram-Post dazu verfassen. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann folgt mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Und
Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte noch ein paar mehr Bücher der Autorin lesen. Also ich habe jetzt zwei gelesen und die haben mir beide bombastisch gut gefallen. Und habe jetzt hier hinten halt, was sie noch so geschrieben hat und will da unbedingt in der Bibliothek mal nachschauen, was ich noch so von ihr auftreiben kann. Weil ich bin gerade so krass im Lesefluss wie schon seit Jahren nicht mehr. So viele Bücher, wie ich in letzter Zeit lese. Aber weil ich halt gerade viele gute Bücher einfach anziehe und immer ein gutes Buch zur Hand habe. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob jetzt so die Herbst-Winterzeit auch eure Lesezeit ist und was ihr da aktuell gerade Schönes lest. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Eine Anmerkung möchte ich noch machen, weil es, glaube ich, ganz interessant ist. Ich habe jetzt hier die Hardcover-Version. Das Ganze gibt es aber auch als E-Book und zwar gerade zum Einführungspreis für nur 99 Cent. Also wer gerne E-Books liest und nicht wie ich ein Problem damit hat, ich mag es wirklich tatsächlich gar nicht, kann das Angebot nutzen und sich für 99 Cent dieses wundervolle Buch runterladen. Und wenn ihr es dann gelesen habt, würde ich mich sehr freuen, in den Kommentaren zu hören, wie es euch gefallen hat.